danke für die Einladung, danke an Nick Zippel, der das ermöglicht hat und mich hierher gelockt hat. Ich sage normalerweise, für eine Stunde reise ich nicht so weit, aber er hat dafür gesorgt, dass ich heute länger reden darf und mehr Zuschauer habe. Ja, nach so vielen spannenden Detailinformationen, über sogar mitgeschriebenen Dinge, bin ich wieder ein bisschen gescheiter worden. Obliegt es nun mir, Sie, euch, auf einen Planeten zu entführen, den ihr zwar glaubt, gut zu kennen, aber doch eigentlich nicht so gut kennt, wie ihr glaubt. Der 22. August dieses Jahres, wie jedes Jahr seit 30 Jahren kommt es, war der World Overshoot Day, der Welterschöpfungstag. Was soll das heißen? Das ist nicht das Ende der Welt. Die Welt gibt es noch. Gerade habe ich es noch gesehen. Was kann das sein? Das heißt, wären wir ein Raumschiff, dann hätte der Fourager jetzt an Bord gesagt, Leute, ich war gerade in der Speisekammer, haben wir unsere Wasser-Energievorräte angeschaut und muss ich sagen, wir haben heute gerade alle Vorräte, die bei vernünftiger Planung, bei nachhaltiger Nutzung für dieses Jahr zur Verfügung gestanden wären, haben wir gerade aufgebraucht. Ab morgen leben wir von den Vorräten. Die sind zum Glück relativ groß in dem Raumschiff, darum ist es noch keine Alarmstufe rot, aber wir sollten das zumindest mit einiger Besorgnis zur Kenntnis nehmen. Aber nach wie vor ist der Welterschöpfungstag das wichtigste Datum, von dem fast noch niemand gehört hat. Wir haben heute in der Früh so ein bisschen ein Spielchen gemacht, und das kann man lang, dann mache ich oft mit Schulklassen nicht, was braucht so ein Raumschiff? Und da einigt sich jede Gruppe recht schnell, die braucht Regeln für alles Gemeinsame und die braucht eine gewisse Fairness. Schwer vorzustellen, dass da oben im Hot Whirlpool Energie und Wasser vergeudet wird und da unten sitzen sie im Finstern und verdurchten schon. So wird ein Raumschiff nicht funktionieren. Und wir brauchen, da haben wir jede Gruppe drauf gekommen, Buchhaltung für die Vorräte. Irgendwer soll schauen, verdammt, wie viel sind da eigentlich da? Und trotzdem kennen wir alle ein Raumschiff, Raumschiff Erde, für den ist diese Bedingung nicht erfüllt. Wir haben weder Regeln für Gemeingüter, wir haben keinerlei Fairness, wie unglaublich unfair die Welt ist, merken wir ja in unseren Breiten kaum. Und wir haben auch eigentlich keine Buchhaltung für die Vorräte. Erst seit ganz kurzer Zeit interessiert irgendein, wie viel Öl oder wie viel Eis oder wie viel Kupfer man da noch irgendwo finden könnte. Aber triviale Fragen, wie viel Erdäpfel da überhaupt maximal wachsen könnten, ne? Stört sich noch fast niemand. Bald werden wir alle nicht mehr gut schlafen können. Die einen vor lauter Hunger und die anderen, weil sie sich vor den Hungrigen fürchten. Wer jemals in einer dritten Weltmetropole war, in die schönen Stadtviertel, weiß, was das heißt. Tolle Villa, aber Betonwand und Stacheldraht drumherum. Ohne Panzerlimousine kann man gar nicht mehr rausfahren. So richtig froh werden dort auch die 20%, ja, die was haben, denen es auch immer besser geht. Nicht, wenn sie nur von Armut umgeben sind. Unsere Welt ist aus dem Gleichgewicht, ich glaube, das kann ich da relativ schnell machen. Ganz wichtig, heute ist auch schon viel über CO2-Ersparnis geredet worden, Klimawandel ist ein, aber nur ein Symptom der Übernutzung von Planet Erde. Wichtiges, aber nur eines. Wir haben Peak Oil, Peak Soil, der Boden geht uns aus, wir haben eigentlich Peak Everything. Und das, auch das ist nichts Neues für Sie, obwohl großzügig geschätzt, nur ein Viertel der Weltbevölkerung, und die sitzt nicht mehr nur in Deutschland. Heute gibt es Milliardäre in Shanghai, in Kapstadt, in São Paulo, und es gibt bitterarme Menschen bereits unter uns. Aber es ist trotzdem nicht mehr, also 20, maximal 25% der Weltbevölkerung, die Global Consumer, die 3/4 des Planeten beanspruchen. Das heißt nach Adam Riese, 3/4 der Mitmenschen und der Rest der Schöpfung, ein bisschen was anderes, wir auch noch leben in dem Raumschiff, ein paar Tiger, Elefanten, Löwen, die müssen sich mit 1/4 zufrieden geben. Fair ist was anderes. Wir haben auf einer Seite Hunger, allen bekannt. Über 1 Milliarde Menschen hungern. Wir haben auf der anderen Seite Fettleibigkeit, auch allgemein bekannt. Über 1 Milliarde Menschen sind übergewichtig, sehr ungesund. Das ist problematisch. Obszön wird, wenn ihr euch sagt, dass wir mehr Geld ausgeben für Fettabsaugungen, Schlankheitsbilden und Abmagerungskuren, als am anderen Ende der Welt für die Bekämpfung des Hungers zur Verfügung steht. Das ist nicht mehr tragisch, das ist obszön. Das ist unsere Welt. Wir haben Finanz- und Wirtschaftskrisen, die zunehmend mit der Kleinheit unseres Planeten zu tun haben. Nur 18% der Menschen besitzen bereits 85% der Welt.
Jetzt kann man ja mit Geld zum Glück nicht alles besitzen, aber immer mehr. Heute kann man Gene besitzen. Regen wollten sie Gebühren einheben in Cochabamba von den Slumbewohnern, wenn sie Regen gesammelt haben. Kein Witz. Frauen leisten 60% aller Arbeit auf der Welt und besitzen nur, denkt euch im Geiste und seid überrascht, weniger als 2% von dieser Welt. Und das Vermögen, das sie jährlich ansammelt, ne? Nach Weltbankberichten und so, wird die Welt jedes Jahr um 5.000 Milliarden reicher. Ja? Das ist eine Menge Geld in Geld. Ja? Die Hälfte davon landet bei nur 0,1%. Und jeder ein Schelm, der glaubt, die andere Hälfte landet bei den 99,9. Das ist nämlich nicht der Fall. Die landet bei 8-9% der Weltbevölkerung. Das hat noch Adam Riese, dass 90% nicht einmal mehr im Geldwert nominal reicher werden. Das ist unsere Welt. Das heißt, die Schere geht weit auseinander. Stunden könnte ich euch erzählen. Wir sind nicht zukunftsfähig. Achtet auf die Wortwahl. Ich sage nicht, wir sind nicht nachhaltig. Das Nachhaltige da eine da aus, das beeindruckt niemand. Ja? Unser Landwirtschaftssystem ist nicht nachhaltig. Na und? Nicht zukunftsfähig, entlarvt sich in seiner Verneinung. Zukunftsunfähig. Das will wiederum niemand sein. Ja? 70% pfeifen auf die Umwelt, 50% pfeifen auf soziale Gerechtigkeit, aber gerüstet für die Zukunft will jeder sein, vom kleinen Pensionisten, ja? Vom Hackler bis zum Generaldirektor, alle wollen gerüstet für die Zukunft sein. Und ich sage, wir sind nicht gerüstet für die Zukunft. Und das, wenn ich es mal verstanden habe, schreit nach Veränderung. Das ist die Veränderung, in der wir mitten drinnen schon sind, obwohl wir es noch kaum wahrnehmen. Zentrale Aufgabe, Hirn aufrüsten, unseren Verstand nützen. Auf zwei Ebenen, die einfache Aufgabe, uns als Teil des Ökosystems verstehen. Das ist deswegen einfach, weil wir das immer waren, über hunderttausende Jahre, über abertausende Generationen waren wir Teil des Ökosystems. Unsere Großeltern haben noch gewusst, im Sommer Dürre oder Überschwemmung, im Winter Hunger. Ganz einfach. Nur wir glauben, weil beim Aldi oder beim Rewe die Tiefkühltruhe immer voll ist, egal wie das Wetter war, glauben wir, wir haben nichts mit dem Ökosystem zu tun. Ja? Aber ein einziges Wochenendseminar mit einem Outdoor-Trainer, ein paar Tage mit mir, und jeder versteht wieder, dass wir Teil des Ökosystems sind. Die viel größere Herausforderung, wo wir unseren Verstand nützen müssen, ist die Welt als Ganzes zu verstehen. Das kennen wir nämlich deswegen nicht, konnten nie, weil wir es bis jetzt noch nie gebraucht haben. Der Bezugsraum für uns über tausende Generationen war die Höhle und das Tal, die Familie und der Clan. Der Staat ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts und die Menschheit aus den Kategorien haben wir so seit Mondlandung oder so, sagt man. Ja? Wir sind nicht dafür ausgestattet, die Welt als Ganzes zu begreifen. Mussten es bis jetzt auch nicht. Aber die Welt hat sich verändert. Sie ist kein unerschöpflicher Selbstbedienungsladen mehr, der sie ja für Jahrtausende war. Bedient euch, macht euch die Erde untertan. War ein toller Tipp. Wir haben es zu was gebracht. Aber die Erde ist kein unbegrenzter Selbstbedienungsladen mehr, sondern ein begrenztes Terrarium. Wir brauchen also ein neues Verständnis unserer Erde. Und das ist uns nicht mitgegeben. Jetzt machen wir eine kleine Übung. Das ist auch gut gegen's Einschlafen. Wir nennen das die Weltenwaage. Eine große Waage, so wie halt beim Apotheker früher. Auf einer Seite geben wir alle Fische in den Meeren und die Fische, die Flüsse da mal noch dazu, die zappeln ein bisschen, die halten das aus. Auf die andere Hälfte geben wir alle Menschen. Und ich frage euch jetzt, wohin schlägt diese Waage aus? Die, die glauben, dass die Menschen schon schwerer sind in ihrer Biomasse als alle Fische zusammengenommen, die stehen einmal kurz auf. Also die Menschen sind schwerer als alle Fische in den Meeren. Ungefähr ein Drittel der Teilnehmerinnen, die Pessimisten, die leider recht haben. Die Biomasse der Menschen übersteigt schon die Biomasse der Fische in den Meeren und zwar um gut 20%. Glaubt ihr, war das immer schon so? Na, wahrscheinlich erst Mitte der 90er Jahre haben sie zwei Kurven geschnitten. Die Leute werden immer mehr, allgemein bekannt, und die Fische werden immer weniger. Meere sind überfischt. Allgemein bekannt. Und schon haben wir die Situation. Jetzt verwenden wir die Waage nur einmal. Jetzt haben wir auf einer Seite alle Nutztiere des Menschen. Das wisst ihr, was das sind. Kier, Schweindeln, Händeln, Schaf, alles, was wir halt gern schlachten, melken,
Schirm. Und auf die andere Seite gehen wir alle wildlebenden Wirbeltiere. Also die haben eine Wirbelsäule, alle Elefanten, Zebras, Löwen, Tiger, aber alle Vögelschwärme, alle Eidachsen, Krokodile, alle Frösche. Nicht die Würmer, nicht die Bazillen, nicht die Insekten, alle Wirbeltiere. Weil wir essen ja in der Regel keine Insekten, sondern nur Wirbeltiere. Das heißt, hier unsere Nutztiere und hier die anderen landlebenden Wirbeltiere. Wohin schlagt dies aus? Die glauben, dass die Nutztiere schon schwerer sind als alle wildlebenden Wirbeltiere. Stehen wir auf. Und bitte mal stehen bleiben, ja? Ja, das sind ja klare Mehrheiten, aber in dem Zusammenhang war das ja fast schon eine rhetorische Frage. Bleibt so stehen. Jetzt frage ich euch nämlich, wer glaubt, dass die mehr als doppelt so schwer, also 100 mal so schwer sind, 100% mehr wiegen als alle Wildlebenden, unsere Haus- und Nutztiere? Der bleibt stehen. Doppelt so schwer. Immer noch recht viel. Die glauben, dass sie viermal so schwer sind wie alle wildlebenden Wirbeltiere. Bleiben stehen. Die glauben, dass sie achtmal so schwer sind wie alle wildlebenden Wirbeltiere. Die glauben, dass sie 16-mal so schwer sind wie alle wildlebenden Wirbeltiere. Stehen bald nur mehr die meinen Vortrag schon gehört haben von mir. Leider und kaum zu glauben, die Biomasse der Nutztiere übersteigt die der landlebenden Wirbeltiere um das 20-fache. Das heißt, ich habe die meisten von euch gerade in flagranti erwischt mit einem falschen Bild der Welt. Weil wir glauben nämlich alles, hat sich alles gebildete Leute, wir lesen Zeitungen, wir schauen im Fernsehen noch, wir wissen, nicht, die Welt hat Schandflecke und dagegen sollte man was tun. Dieses Bild ist aber eigentlich falsch. Die Welt ist eigentlich eine Farm, eine saumäßig schlecht gemanagte Farm, wo es nur ein paar Fleckern gibt, die weit genug weg waren, um sich der menschlichen Nutzung zu entziehen, ja, wo nur 5% aller Wirbeltiere auf dem Planeten herumfleuchen, die nicht in unserer direkten Nutzung stehen. Das ist unsere Welt. Ja. Alles Wasser dieses Planeten wäre dieses Kügelchen über Europa. Und wenn ich alles Wasser sage, dann meine ich alles Wasser. Alles Meerwasser, alles Grundwasser, alles Tiefenwasser, alle geschmolzenen Pole und Grönland. Das ist alles Wasser. Nicht Süßwasser, alles Wasser, Meerwasser. Süßwasser oder Trinkwasser, das wäre so wenig, ich müsste da hinspucken, das Tröpfchen, derzeit einmal mit dem Fernglas hin. Und alle Luft dieser Welt zu Atmosphärendruck, zu einem Ballon gemacht, was natürlich physikalisch unmöglich ist, wäre dieses Ballonchen über Europa. Das heißt, was ist unsere Welt eigentlich? Ja? Genau genommen ein glühender Klotz aus Silikaten und Eisen, der mit einem Affenzahn um einen Fusionsreaktor kreist, mit einer ganz dünnen Kruste, mit einem Spucker Wasser und einem Hauch Luft raus. Das ist Raumschiff Erde. Jetzt wird sagen, warum ist mir das noch nie aufgefallen? Die wirkt ja so groß. Tatsächlich, in dem Maßstab sind wir klein wie ein Atom. Und all die Millionen Jahre unserer Genusgeschichte, all die 100.000 Jahre unserer Artgeschichte, waren wir klein, unbedeutend klein für diesen Planeten. Aber klein sind wir nicht mehr. Wir haben historisch einmalige Herausforderungen. Meine Kinder, die jungen Leute hier im Saal, sind die erste Generation, die global denken muss und die letzte Generation, die eine Chance hat, das in Frieden zu tun. Da haben wir eine Generation Fenster. Wir stehen vor einer historisch absolut einmaligen Herausforderung. Jeder von euch hier im Saal ist mächtiger als Nero jemals war. Sagt so, wie gibt es das? Ich bin der Beamter oder Ingenieur in Hamburg. Ja. Nero war Kaiser von Rom. Aber was immer der gemacht hat, na, man sagt ja, er hat Rom abfackeln lassen. In Athen hat das niemand bemerkt. Die Aborigines in Australien haben das nicht bemerkt. Und die Polynesier, die da die Inseln bevölkert haben, haben davon nichts bemerkt. Der war Kaiser. Aber heute kriegen die Menschen in Australien, die Aborigines, Hautkrebs. Wir wissen woher. UV-Strahlung, die durch ein riesiges UV-Loch kommt. Ein Ozonloch, wo die UV-Strahlung reingeht. Und wir wissen, woher das Ozonloch kommt. Menschgemachte FCKW. Ihr erinnert euch, Haarspray, Kühlmittel. Aber nicht die FCKW der Aborigines, von denen es krank werden. Nein,
meine FCKW, eure FCKW. Und die Menschen in Tongaroa verlieren ihre Heimat. Menschgemachter Treibhauseffekt brauche ich nicht erklären. Aber nicht von ihren CO2-Emissionen. Ha, weit gefehlt. Von meinen CO2-Emissionen. Von euren CO2-Emissionen. Und plötzlich müssen wir erkennen, heute ist jeder Tritt aufs Gaspedal, jedes große Schnitzel, jeder Flug nach Fuerteventura, jede Kilowattstunde, die wir nicht vernünftig nutzen und irgendwo beim Schornstein aushatzen, hat globale Wirkung. Wir sind mächtig geworden. Wir sind mit einer Macht ausgestattet, Kraft unserer Technologie, Kraft der zivilisatorischen Leistungen, von der ein Kaiser von Rom vor 2000 Jahren nicht einmal träumen konnte. Und jetzt ist das ja leibend, das ist ja voll cool, wenn ich mächtig bin. Ich bin ja lieber mächtig als ohnmächtig. Ich bin ja lieber potent als impotent. Unser Problem ist nicht die Macht, die wir haben. Unser Problem ist, dass der kollektiven Macht nichts gegenübersteht, was sowas wie eine kollektive Verantwortung für unser Raumschiff Erde bedeutet. Und Macht ohne Verantwortung, das ist unser zentrales Problem. Im Endeffekt stoßt unser Handeln auf Grenzen, das hat es immer. Ihr kennt die traurige Geschichte der Osterinseln, ne? die Geschichte von Irland, die fast verhungert sind bei der Kartoffelfäule. Ne? Was haben die Iren gemacht? Die sind halt ausgewandert. Leerer Kontinent. Das täten heute auch viele Kontinente gern. Die täten gern auswandern. Es gibt aber keinen siebten, keinen achten, keinen neunten Kontinent, wo man hin auswandern kann. Erstmals ist die Grenze global. Und unsere Jugendfantasien, Periroda, neue Planeten erobern, ja, schließe ich nicht aus, aber ich erlebe das nicht mehr. Das darf ich mal sagen. Das heißt, immer Situation, wenn man in 100 Jahren darauf zurückschaut, ja, wo man nur Kopfschütteln wird können, ein Space Shuttle ohne Rauchverbot. Wie blöd muss ich sein, dass ich in der Raumstation eine Havanna rauche? Das hat nichts mit Umweltschutz zu tun, nichts mit Ethik, sondern nur mit gesundem Hausverstand. Und dieser Hausverstand auf globaler Ebene, der fällt uns. Wir nennen das Globalverstand, die Schwester des Hausverstandes, aber eben das hilft zu begreifen, dass wir alle Passagiere in einem engen Raumschiff sind. Wieso kann ich euch jetzt mit so apodiktischer Sicherheit von diesen Grenzen berichten? Es gibt einen Haufen neuer Instrumente, die haben bei weitem überzeugendstes, der ökologische Fußabdruck, den wir kurz Footprint nennen, der macht diese Begrenzungen fassbar. Und wie macht er das? Kein Fachvortrag. Es ist nichts anderes als Buchhaltung für die Natur. Wie viel Fläche brauche ich? Alles, was ich esse, der Apfel, ein Essen, alles, was ich anhabe, Baumwolle, die muss wo gewachsen sein, Schafwolle, das Schaf muss wo geweidet haben, ja? Schotter braucht eine Fläche, die Schottergrube, ja? Holz braucht die Fläche vom Wald. Alles, was ich brauche, was Deutschland braucht, die deutsche Wirtschaft braucht, was die Menschheit braucht, braucht Fläche. Und dann kann ich fragen, Buchhaltung, wie viel Fläche habe ich? Als Bauer weiß ich habe 40 Hektar, da weiß ich, kann nicht 100 Kühe halten auf 40 Hektar. Wie viel Fläche haben wir in Europa, wie viel Fläche haben wir auf der Welt? Und wann immer wir mehr Fläche, eigentlich ist Biokapazität, erspare ich euch, beanspruchen, als da ist, dann sind wir im Oberschutt, dann sind wir im ökologischen Defizit. Wir machen das natürlich etwas mehr sophisticated, schauen uns genau an, wohin geht das Holz, ja? Aus dem Wald, in Bekleidung, Viskose, Bauholz, Brennholz, Papier, Verpackung, Getränkeverpackung, wohin gehen die Acker, die Weiden, die Felder, Nahrung, Agroenergie, Wahnsinnsidee. Ja? Wir vernichten Flächen durch Verbauung, durch Abfall und wir brauchen Fläche für fossile Energie. Und das ist der Geistesblitz von Wackernagel und Ries, die das Mitte der 90er Jahre entwickelt haben. Die haben damals schon kühn gesagt, das ist nicht nur die Fläche vom Bohrturm oder die Fläche, die verloren geht von einem Oilspill à la Deepwater Horizon, ja, sondern das ist die Fläche, die wir brauchen, um das CO2 wieder aus der Atmosphäre zurückzuholen, in natürliche Kreisläufe zu sequestrieren. Und da wissen gescheitere Leute, wo das passiert, in die Meere, in die Böden, wenn es gescheit bewirtschaftet sind und vor allem in den Wäldern. Und da kann man sich ausrechnen und dann weiß ich, wie viel Fläche Wald und wie viel Fläche Meer ich brauche, um eine Tonne CO2 in den Kreislauf der Natur zurückzubringen. Und dann habe ich wieder Fläche und die zähle ich zusammen. Und das Zusammenzählen ist mein Fußabdruck oder der Fußabdruck eines Staates, wenn wir alle zusammenzählen, oder der Fußabdruck der Menschheit, wenn wir alle zusammenzählen. Und ich kann sogar den Fußabdruck eines Produktes berechnen, eines Unternehmens berechnen. Und das Tolle am Fußabdruck, was ja mit dem Konzept des Klimawandels überlegen macht, 20 Jahre wäre persönlich diskutiert, angefeindet worden als Idiot oder sonst was, dass es Klimawandel nicht gibt. Ja? Und ich bin ja kein Klimaforscher, ich kann mir ja nur die Evidenz anschauen und sagen, also nach Abwägung aller Daten. Ne?
war ich schon 1989 überzeugt, dass wir ein Problem haben. Hier ist es viel einfacher. Es ist völlig unbestritten, dass die Erde nicht wachsen wird. Noch nie habe ich einen getroffen, der gesagt, machen Sie noch keine Sorgen, Herr Professor, die Erde wird eh noch wachsen. Ja? Den gibt es nicht. Und das ist eine ganz einfache Rechnung. Wir wissen, die Erde hat heute 11,9 Milliarden Hektar bioproduktive Fläche. Die sich mit Geografie auskennen, wissen, dass das nur ungefähr ein Viertel der Oberfläche ist. Ja? Weil die ganzen Polkappen, Grönland, die Eiswüsten, die Wüsten, ne? die Hochsee ist völlig unproduktiv. 11,9 Milliarden Hektar. Und wenn ich das fair aufteile auf der Welt, und das ist das Einzige, was mir einfällt, fair aufteilen. Wenn man einer sagt, warum die Weißen mehr kriegen sollten als die Schwarzen, man sagt, warum die Männer mehr kriegen sollten als die Frauen, die Christen mehr als die Moslems oder sonst was, dann könnte man darüber diskutieren. Ich habe noch keinen vernünftigen Vorschlag gefunden, warum irgendwer mehr kriegen sollte als wir andere. Also bleibt man nur jedem in dem Raumschiff mal gleich viel zuzusprechen. Und das sind 1,7 Global Hektar. Der Global Hektar ist ein Hektar mit der durchschnittlichen Produktivität der Erde. Das ist unser kaufkraftbereinigter Dollar, sonst könnte ja nicht ein Hektar in Sudan mit einem Hektar in Deutschland vergleichen. Ne? Der ist auf die Produktivität normiert. 1,7 Stunden jedem zur Verfügung. Milliarden Menschen leben mit weniger, aber wir in Europa brauchen 5 im Durchschnitt. Die Deutschen 5,1. Das ist wenig Trost, dass die US-Amerikanerinnen noch mehr brauchen. 8 Global Hektar. Und wir können den Footprint eines sagen, und das ist ganz wunderbar erstaunlich. Würden alle Menschen so leben wollen wie wir? Und das hätte man ja in erster Instanz zugestehen. Also ich habe lange mit meinen Eltern diskutiert, ja. Bis ich 40 war, hat mein Vater immer gefragt, ich habe für Greenpeace gearbeitet, wann machst du endlich was Gescheites? Weil der war eine andere Generation, ne? Die Wiederaufbau nach dem Krieg, nicht schaffe Häusle bauen, und die haben diese Fantasien gehabt, ja, wenn die in Afrika jetzt auch fleißiger waren, nicht so korrupt waren, nicht Ärmel aufstrecken und so, ne? Und arbeiten wie wir damals, dann wird das schon. Aber da ist die Rechnung ohne den Wirten gemacht. Weil nämlich das Ressourcenfeuerwerk, das im Wiederaufbau abgefeuert wurde, ist nicht global wiederholbar. Die Chinesen probieren das gerade, aber rennen überall schon Grenzen. Ne? Und wenn die alle so leben wollten wie wir, selbst die, sagen wir, die sind so fleißig und so, brauchen wir 3 Planeten von der Qualität der Erde. 3 Planeten von der Qualität der Erde. Und die gibt es nur nicht gerade jetzt, ne? Das ist keine kurzfristige Planetenshortage, an der die Ingenieure arbeiten, sondern eher ein fundamentales Problem. Ich habe es zwar entdeckt, habe ich gelesen, erdähnlicher Planet entdeckt, aber ich sage euch, der ist blöd weit weg. Das heißt, wir können das salopp feststellen, wir hier leben auf zu großem Fuß. Das ist eine eindeutige Diagnose. Als war das nicht schon irritierend genug, muss ich euch noch was sagen. Die eine Erde, die wir haben, wir haben zum Glück eine, keine halbe Erde und die eine Sache, eine haben wir, die ist teilweise schon verspeist. Wie gibt es das? Ja, wir nutzen mehr, als nachwächst. 50% mehr heute. Und das ist insofern doppelt tragisch, wiederum fast obszön, erinnert sich an einer der früheren Folien, dass ja 3/4 der Menschheit von diesem Festmahl zum Verspeisen der Erde noch gar nichts beigetragen haben. Das ist wie ein Buffet, wir sind 100 Leute ungefähr, ne? Buffet ist angerichtet, es reicht aber nur für 25, oder sagen wir für 40, aber die ersten 25 fressen uns auf. Und dann kommen die anderen und sagen, hey, wir hätten auch gern was. Und anstatt, dass man sagt, ui, entschuldige, das ist uns jetzt aber peinlich, wir haben nicht an euch gedacht, ja, peinlich genug, und kommt und teilen wir das, was da ist. Nein, nein, wir sagen, nein, euch haben wir noch gebraucht. Die Chinesen wollen auch alle Autos fahren. Sind die beklopft, ja? Die Inder wollen auch Vollmotorisierung. Die haben jetzt 8 Autos auf 1000 Einwohner. Die wollen Vollmotorisierung aller Deutschland, 600 Autos auf 1000 Einwohner. Sind die Deppertinder? Wie soll das die Welt aushalten? Ne? Wir empören uns geradezu, dass die jetzt auch was haben wollen vom Kuchen. Ne? Unhaltbarer Zustand. In aller Kürze, in die 50er Jahre, wie ich geboren wurde, war die Welt nicht in Ordnung. Umwelt versaut und alles schon nicht, aber Raum zum Wachsen. Haben wir jetzt einen halben Planeten gebraucht. Anfang der 80er plus minus, wer weiß das so genau. Rückgerechnet haben wir schon einen Planeten gebraucht und heute brauchen wir bereits 50% Vorschuss. Und wenn ich das hochrechne, ja, kommt mir die Angst und Bang. Ja? Weil das heißt ja nichts anderes, da brauche ich nichts von der Ökologie verstehen. Ja? Wir leben nicht mehr von den Zinsen der Natur, das war der Ertrag,
der da entsteht, sondern wir zehren das Kapital auf. Und dass das nicht nachhaltig ist, da brauche ich kein Diplom in Ökologie. Und wenn ich das hochrechne, wir haben noch nie was zurückgezahlt von dem Vorschuss. Gegen einen Vorschuss war ja nichts zu sagen. Wenn ich den investiere und dann hüpft er mal sparen, ist ja eine gute Geschichte. Ne? Aber wir haben noch nie was zurückgezahlt. Und wenn man das hochrechnet, bei bestehenden Szenarien, dann hätten wir im Jahr 2050 eine ökologische Schuld von 34 Planetenjahre Leistung äquivalent akkumuliert. Und das kann ich wieder mit apodiktischer Sicherheit sagen, wird nicht passieren. Das ist vollkommen unmöglich. Außer es empfiehlt mir irgendeiner von euch eine Bank, die wirklich bereit ist, an der schon 34 Mal den Jahresumsatz schuldig ist, nur ein 35. Mal den Jahresumsatz vorzustrecken. Ja? Irgendwie unwahrscheinlich. Das heißt, die Kurve bricht über uns zusammen, da wollte es nicht dabei sein. Das würde meinen Kindern nicht zumuten. Oder viel, viel klüger, wir biegen die Kurven. Relativ einfach, je früher, desto besser hätten wir da angefangen. Was sogar schon wieder vorbei. Wir biegen sie, reduzieren unter dem, was die Erde hergibt, erlauben das Rückzahlen der Schuld. Was heißt Rückzahlen der ökologischen Schuld? Das klingt so abstrakt, das ist ganz real. Die Wälder können wieder sich ausbreiten und wachsen. Die Fische in die Meere können sich wieder regenerieren zu dem Stand, den sie einst hatten. Die Böden, die ausgelaugten, vertrockneten Böden können wieder Humus aufbauen und sie regenerieren. Und fortan können wir Jahrhunderte gut leben mit einem Planeten, bis halt unsere Urenkel vielleicht doch zum Jupiter aufbrechen oder sonst wohin. In aller Kürze, wenn ich da den menschlichen Entwicklungsstand auftrage im HDI, Human Development Index, ein Maß für Lebensqualität der UNO, die UNO sagt, es muss über 0,8 sein. Hier ist ein menschenwürdiges Leben möglich. Und wir sagen ökologisch, der Fußabdruck, den trage ich da auf, muss unter 1,7 sein. In der Grafik sicher ein paar Sachen. Milliarden Menschen leben mit einem Fußabdruck kleiner, als ihnen zusteht. Ebenfalls Milliarden Menschen leben, sozusagen nach Definition der UNO, mit einem menschenwürdigen Dasein, Bildung, Lebensqualität, soziale Versorgung, Altersversorgung. Ja. Ein Treppenwitz der Geschichte ist ja, dass in den Ländern, die da die Ressourcen wirklich mit beiden Händen rausschmeißen, Bildung, Alterssicherheit, soziale Versorgung immer schwieriger wird. Macht euch nur umschauen. Aber ja, das ist ja absurd. Ne? Aber wir sehen eins, das gute Leben mit einem fairen Fußabdruck, hier in diesem nachhaltigen Quadranten, da ist gähnende Leere. Und dort müssen wir hin. Das heißt aber zwei völlig verschiedene Entwicklungsherausforderungen. Diese Länder müssen, dürfen, sollen und werden ihre Lebensqualität erhöhen und ihren Fußabdruck hoffentlich nur wenig. Der darf man ja vervierfachen, der arme Teufel des Mali. Ja. Und wir werden, müssen, sollen unseren Fußabdruck reduzieren, ohne unsere Lebensqualität zu senken. Das geht mit Fehler überspringen und das geht nur mit anderen Lebensstilen. Und beiden gemeinsam, und das ist ja das, wo eure Expertise zum Großteil steckt, ja, hilft Technologie. Die hilft das, was da ist, und so wenig ist es ja unterm Strich nicht, mit maximaler Effektivität für beide Aufgaben zu nutzen. Das heißt, die Aufgabe des 21. Jahrhunderts ist leicht formuliert. Das gute Leben auf leichten Fuß. Über jeder Uni, über jeder politischen Einrichtung müsste stehen, wie schaffen wir das, ein gutes, erfülltes Leben für alle zu ermöglichen mit einem fairen Anteil der Welt. Wenn das nicht unsere zentrale Aufgabe ist, dann ist eben Unfairness, damit Krieg, Unfrieden das Ergebnis. Und da kann ich jetzt schon sagen, es erfordert persönliche und systemische Veränderungen. Etwas, was niemand vorschreiben kann, was langsam wachsen wird oder es ist im Kommen, ist, was wir globale Ethik, das ist wirklich transreligiös, hat mit Religion gar nichts mehr zu tun, nichts anderes als der kategorische Imperativ, die goldene Regel, die ihr alle kennt, meine Freiheit zu tun und zu lassen, was ich will, die endet dort und für mich als Freigeist, nur dort, wo es die Freiheit anderer, ein freies Leben zu führen, beschneidet. Und der kategorische Imperativ, global gedankt, das war selbst einer Geistesgröße wie Kant nicht möglich vor 150 Jahren, weil das Globale eben keine Denkkategorie war im 19. Jahrhundert. Ne? Hast nichts anderes als dort unsere Freiheit, einen beliebigen Lebensstil zu wählen. Sprich, beliebig fette Autos zu fahren, beliebig oft Fleisch zu essen, beliebig weit und oft zu fliegen, dass die dort ändert, wo es die Möglichkeit anderer überhaupt ein vernünftiges Leben zu führen oder zu überleben, so weit sind wir halt schon, beschneidet.
Und das wird so selbstverständlich werden, im Raumschiff Erde, wie heute die goldene Regel selbstverständlich ist. Da gibt es immer noch Ghana, es gibt immer noch Vergewaltigung und Mord, aber es ist nicht die Regel, während heute ja Rücksichtslosigkeit die Regel ist. Und wir brauchen, mein Lieblingsthema, muss ich heute leider ganz schnell durchflitzen, ein neues ökonomisches Modell, das mit diesen physischen Grenzen umgehen kann. Ich sage immer gerne, und da ärgere ich die Ökonomen, ja, für mich ist Marx und Hayek und Samuelsen alle gleich falsch. Ja? Lass mich mal auf Details ein. Alle ökonomischen Theorien bis zur Stunde sind für eine unendliche Welt entworfen. Und diese Welt gibt es immer mehr. Wir brauchen neue Herangehensweise. Und zitiere gern leider nicht von mir. Jeder, der glaubt, in einem geschlossenen System für immer wachsen zu können, ist entweder ein Idiot oder Ökonom. Leider nicht von mir, sondern vom Begründer der Ecological Economics, von Kenneth Spaulding, der mit Francesco Rogan schon in den 60er Jahren solche Ideen gesponnen hat. Tatsächlich haben sie mich noch vor der Krise zwar auch besser angeschaut, nur dafür, dass ich ihn zitiere. Und 45 Jahre lang haben sie die Ökonomen über einen Ast abgefreut, dass sie ihn widerlegt haben. Die sind ja gewachsen und gewachsen und gewachsen, halt viel mit Derivaten, mit Bubbles, ja, mit Finanzgeschäften. Und jetzt dämmert sogar den hartgesottensten Ökonomen, hoppla, da sind irgendwo Grenzen zu erkennen. Ja. Und in aller Kürze, das ist keine Ökonomievorlesung, ja, das Wesen des Geldes ist das exponentielle Wachstum. Das liegt im Zinseszins, weiß jeder Mathematiker. Und während das am Anfang super ist, wer freut sich nicht, wenn er schöne Zinsen kriegt auf sein Sparbuch, ne, nähert sich jede exponentielle Kurve früher oder später dem Unsinnigen. Ja, das ist im Wesen des Exponentiellen, darum gibt es in der Natur nicht. Oder nur in Ausnahmefällen. In der Natur exponentiell ist ein Tumorwachstum, eine Algenblüte, eine Virusinfektion. Das ist exponentiell. Alle enden in der Katastrophe. Aber wo soll das sonst enden? Kann nur in der Katastrophe enden. Bang! Und auch ökonomisch haben wir das ja gehabt. Ne? Bang! Jetzt haben wir 70 Jahre Frieden. Ne? Wir krallen da auf. Niemand wünscht sich das Bang. Ne? Aber wir haben ein paar Probleme. In der Natur gibt es sowas nicht. Das Naturwachstum ist so. Negativ logarithmisch. Zuerst wachsen schnell die Bäume, die Keimling, unsere Kinder. Ne? Gott war mein Sohn, der sagt, Stärmel, jetzt ist er so groß, der wächst immer noch, aber er wird nicht 3 Meter. Hoffentlich. Ja? Irgendwann ist er erwachsen. Irgendwann ist ein Baum erwachsen, der kann nicht mehr gescheiter werden. Also mein Bub kann noch gescheiter werden, der Baum kann noch ein bisschen dicker werden, aber irgendwann ist er erwachsen. Und jetzt haben wir eine Realwirtschaft, die früher oder später, wie stark entkoppelt oder nicht, natürlich dem Geld nachhecheln muss. Weil irgendwann würde er seine Nullen auf sein Konto in eine Superjacht verwandeln und die braucht wieder Ressourcen. Und was jetzt passiert? Gott sei Dank, ja, ist, dass das Realwachstum in den reifen Volkswirtschaften, nicht in China, China ist ein Jugendlicher. Das ist wie mein Bub. Wenn ich mit meinem Bub ein Wettessen tue, wird der täglich stärker und ich will nur bladern und kriege Diabetes. Ich kann als Reifer nicht mit einem Jugendlichen wettarbeiten. Ja? Und wenn unsere Volkswirtschaften, die reifen Volkswirtschaften mit den Chinesen wettarbeiten wollen, ja? Ja, sind wir blöd? Das ist ganz ungesund. Für beide. Was passiert? Das Wachstum flacht ab. Das Herz ist Ökologenloch. Endlich eine Kurvenkrümmung, die nicht im Unsinnigen endet. Das ist die Kurvenkrümmung, die halt reife Systeme haben. Juhu. Aber, was haben wir? Krise. Dort nämlich, wo die Realwirtschaft die Erwartungen des Geldes nicht erfüllen kann, schreiben wir Krise. Bei den neuen Griechenland schauen, das haben wir überall. Und die Antwort der Politik in ihrer Dummheit nicht mehr zu toppen, alle, egal, ja, ist, die Kurven wieder aufzubiegen. Ein Stinkerl. Wieder ins Unsinnige hochzubiegen, damit die Illusion gewahrt bleibt. Die einzige Antwort, und damit ist der Exkurs schon zu Ende, ist natürlich, die Erwartungen des Geldes an das anzupassen, was die Realwirtschaft leisten kann. Eigentlich ganz einfach, gibt es 1000 Rezepte dafür. Wozu rackern? Der rennt leider nicht, der ist hartnäckig, der rennt einmal im Hamsterrad und dann fetzt sein Maus, der Hamster. Da wir wirklich ständig neue Bedürfnisse schaffen, damit unsere Wirtschaft wachsen kann, weil sie muss ja wachsen. Das ist ja nicht der böse Willen irgendeines CEOs, dass er sagt, jetzt will ich wachsen, der muss. Ja? Jeder weiß das. Oder designen wir eine Wirtschaft, die hauptsächlich mal unsere Bedürfnisse deckt. Raus aus dem Hamsterrad. Wie kommen wir da raus? Und da sage ich euch, es fehlt uns nicht primär an Ressourcen.
und an Energie. Auch nicht an Geld. An was es uns in unseren Breiten wirklich fehlt, ist Fantasie, uns eine andere Welt vorzustellen. Und die möchte ich schüren. Denn die Welt ist viel komplizierter, als wir denken. Aber die gute Nachricht, dafür haben wir viel mehr Möglichkeiten, als wir glauben. Diese Möglichkeiten gilt es auszuloten. Und ein paar kleine Beispiele haben wir heute schon gesehen. Zu dem. Die gute Nachricht ist, diese fairen Ziele für eine Welt, die verlangen nicht nach einem Zurück in die Höhlen. Als Hobbyspeleologe kann ich euch garantieren, es gibt nicht genug Höhlen für 7 Milliarden Leute. Ja? Überhaupt keine Option. Ja? Wir brauchen Fortschritt. Wirklichen Fortschritt und sowohl Innovation, die brauche ich in dem Kreis nicht erklärt, als auch Exnovation. Stammt von Nico Becher, Ökonom in Oldenburg, ein Konzept, ja, die Kunst, sich auch Dinge wieder aus dem Kopf zu schlagen. Für die Automobilindustrie zum Beispiel den Verbrennungsmotor, der ja nicht Kraft-Wärme gekoppelt, Jammertal ist. Und das auf drei Ebenen. Technologisch natürlich, Effizienz, ja, erneuerbare Rohstoffe, künstliche Hand, jeden, der Solarpanel macht mit 25% Wirkungsgrad, geschlossene Kreisläufe, Cradle to Cradle, kennt vielleicht Michi Braungart, der hier in Hamburg sitzt, ne? Kreisläufe schließen. Alles ist willkommen, um die Herausforderung zu meistern. Wir brauchen aber mehr. Wir brauchen sozialen Fortschritt, mehr Kooperation statt nur Konkurrenz. Wir brauchen so etwas wie eine Globalwirtschaftslehre, weil die Volkswirtschaftslehre sagt natürlich, und ihr Deutschen seid ja der Weltmeister, Exportüberschuss. Global betrachtet ist jeder Exportüberschuss das Importdefizit von den anderen Wurstern. In Europa sind es die Griechen. Geht nicht anders. Ich brauche ausgeglichene Handelsbilanzen, wie uns der Keynes schon gezeigt hat. Aber es gibt keine Globalwirtschaft, es wird nur Volkswirtschaft unterrichtet. Ne? Und das ist schon abstrakt. Ne? Eigentlich gibt es ja nur Betriebswirtschaft. Und wir brauchen menschliche Reifung. Wo, wenn nicht hier, in einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt, wann, wenn nicht jetzt, muss die Frage erlaubt sein, wann ist genug genug? Die Frage müssen wir uns stellen trauen. Und das passiert draußen. Das besprechen wir, so ist viel zu kompliziert. Aber ganz klar, der Fußabdruck beschäftigt sich hauptsächlich mit der Suffizienzbedingung. Wir müssen mit dem Vorhandenen auskommen. Und eben nicht nur Öl und seltene Erden sind knapp und einiges anderes, sondern auch die Biokapazität, habe ich euch jetzt erst schon gezeigt, ist ganz, ganz knapp. Das verfügbare bioproduktive Land der Welt, 11,9 Milliarden, oder schenken es uns noch eine dazu, macht es gerade nicht fett auf Wienerisch, das braucht man für Nahrung. Für Fasern, für Papier, für Holz, für Futter. Ein Jammertal, das Futter. Wir verfuttern mit einem Wirkungsgrad von 1 zu 7 bis 1 zu 10. Stopfen wir Energie ein in die Kuh, damit wir dann ein Simpel in Form von Nahrung wieder zurückkriegen. Wahnsinnsdat, ja. Wir brauchen, oder glauben zu brauchen, Agrotreibstoffe, Biomasse allgemein, Bioplastik. Ja. Wir verlieren Land, ununterbrochen, versiegeln. 120 Hektar, das sind zwei große landwirtschaftliche Betriebe, verschwinden täglich unter Einkaufszentren, Parkgaragen, Autobahnstrecken in Deutschland. Täglich 120 Hektar. Und wir brauchen Land für Biodiversität, die ihre inhärenten Werte hat für die Systemstabilität. Das steigt weltweit. Ja. Immer mehr Münder gibt es zu füttern. Ja. Das wird gefördert. Jetzt zum Glück schon wird gebremst, ne? Da waren die letzten Jahre gefördert worden. Das nimmt zu weltweit. Das schrumpft ein bisschen. Hat ja fast nichts mehr. Ne? Wir schaffen sogar ein bisschen mehr verfügbares Land. Ja? Ganz wenig. Ne? Seckem sagt euch vielleicht was. Ne? Da machen sie der Wüste Ägyptens herrlich. Ne? Bewässern sie die Wüste wie die alten Ägypter. Wunderbar. Ne? Aber für jeden Hektar, den wir dort mühsam der Wüste abbringen, wird gern 100 Hektar verloren in Kasachstan oder sonst wo durch natürliche oder menschgemachte, spielt in dem Fall keine Rolle. Wieder Erosion. Abbau in der Sahelzone. Ne? Das heißt, insgesamt nimmt das immer lang zu. Und wir brauchen dieses gleiche verfügbare bioproduktive Land, ja, weil es das größte Sequestrierungspotenzial hat. Wir müssen das CO2 binden. Ja? Wir müssen reduzieren in der Emission. Wir müssen Teile von dem, was da ist, binden, sonst sind wir im Eimer. Und auch dafür braucht man verfügbares bioproduktives Land. Überbelastung. Wie teilt sich das jetzt aufs Persönliche? Mein großes persönliches Credo ist, ja, globale Grenzen, kann man zwar beschreiben, aber spielen dürfte niemand. Die sind uns abstrakt. Aufs Persönliche runterbringen. Ja. Ich gebe jedem ein 7 Milliardstel dieses Planeten und sage, das sind jetzt deine Grenzen.
Du kriegst die 1,7 Global Hektar, das sind deine Grenzen. Schau, wie du damit auskommst. Plötzlich ist es eine persönliche Geschichte, plötzlich ist es eine Frage von Hausverstand, wie ich mit Taschengeld umgehe, wie ich mit meinen 1,7 Hektar umgehe. Nur ungefähr Einblick, wie der deutsche Fußabdruck sich statistisch verteilt von den 5,1 Hektar, ist ein Drittel Ernährung und jeweils ungefähr ein Viertel bis ein Fünftel Wohnen, Mobilität und Konsum. Das heißt, wir haben da 1,7 Global Hektar, die wir nur verspeisen und das im Verhältnis zu Indien, wo ein Mitmensch mit 0,9 Global Hektar Gesamtfootprint auskommen muss. Das ist also ein Hinweis für, welche Rolle spielt Überbevölkerung. Natürlich muss auch das Bevölkerungswachstum zurückgehen, ja. Aber 5 Kinder in Indien, ja, sind nur 5 mal 0,9, sind nur 4,5 Hektar. Ein einziges Kind in Österreich sozusagen oder in Deutschland ist schon mehr an Fußabdruck für die Welt. Noch sind es wir. Das Horrorszenario ist die Vorstellung, ne, dass die so konsumieren wie wir, aber das geht eben. Nein, dann wird nicht gehen. Die gute Nachricht, wenn man sich den Kuchen anschaut und genauer analysiert, 80% von der Ernährungsfootprint ist Fleisch und tierische Produkte. Da weiß man schon, wohin der Handlungsvektor geht. Weniger davon. Beim Wohnen, euer Spezialgebiet, 90% etwa für Heizen und Strom. Und da kennen wir ja enorme Einsparpotenziale, Ökostrom, enorme Reduktionspotenziale. Mobilität, mehr als 90% für Auto und Fliegen. Also vom Fahrradfahren, von Öffis, von Bahn, reden wir da eigentlich nicht. Und der Konsum, ja, da ist zum Beispiel interessant, nicht, dass das viel Geliebte für unsere Kids, Computern, eine Computerstunde, der iPod oder die Playstation, ja, absolut vernachlässigbar sind, ja, geschenkt. Ja. Ein Jahr mit Ökostrom daheim, intensiv Computerspielen, mit allen Overheads, Serverfarmen von Google und allem drum und dran, mit Herstellung und Entsorgung des Computers, hat weniger Fußabdruck als ein Kilo Rindfleisch. Und wenn ich meine Kids vor die Wahl stelle, ne, sparst du dir ein Kilo Rindfleisch her, dann tust du ein Jahr nicht Computer benutzen, dreimal dürft ihr raten, wofür sie entschieden hat. Ja. Das heißt, Footprint reduzieren ist allen voran andere Ernährung. Und das ist das Gute, jedes Mal steht die ganze Welt auf dem Spiel. Anders als beim Hausbau, wo ich mich nur einmal im Leben entscheide, oder beim jährlichen Urlaubsflug, wo ich mich nur einmal im Jahr entscheide, kann ich jeden Tag zeigen, dass ich bereits ein aufgeklärter Weltbürger, aufgeklärte Weltbürgerin ist. Dreimal am Tag kann ich mich verantwortungsvoll verhalten. Aber Footprint reduzieren ist natürlich auch eine andere Mobilität. Allen voran die Fliegerei, geht gar nicht drauf ein jetzt, weil nämlich ja, so ein Flug nach Thailand oder nach Kalifornien, wo man halt auch gern hinfliegt und so, müsst ihr euch ungefähr vorstellen, ne, hat 3,5 Global Hektar Fußabdruck. Das ist das Doppelte, was euch fairerweise, erinnert euch, die 1,7 Global Hektar zusteht. Das heißt, der einzige Flug dorthin ist schon das Doppelte unserer global fairen Allowance. Ja. Ist anders konsumieren, möchte ich gar nicht darauf eingehen, aber ist auch anders wohnen. Und da ihr da viel mit Wohnen zu tun habt, haben wir ein bisschen zu Wohnen eingebaut. Ne? Schöner Spruch, 1970, Ralph Nader, würde die Sonne den Ölkonzernen gehören. Wir alle hätten längst Solarpaneele am Dach. Und das bringt wirklich einen Punkt, warum da nichts weitergegangen ist. Weil die eben nicht den Ölkonzernen gehört. Theoretisch enorme Einsparpotenziale, das sage ich so salopp, das seid ihr, die realisieren dann in Wirklichkeit. Ne? Aber Einsparpotenziale bis nahe Null. Weil das Investitionsdilemma reden wir gar nicht, ne? Ist mit Contracting und so lösbar. Wichtig ist auch die graue Energie, also was steckt denn eigentlich eine? Die zusätzliche Mobilität, die weiter zählt, nicht in Österreich Förderung noch dicke Styropor, egal wo. Und plötzlich habe ich ein Passivhaus und Papa, Mama, Kind müssen täglich in die Stadt pendeln mit einem Auto. Mit drei Autos, nicht? Weil sie es natürlich am billigsten Grund gebaut haben, irgendwo in der Pampa. Ganz wichtig ist zu verstehen, da kommen wir dann schon auf den zentralen Punkt. Ja. Nicht nur beim Wohnen, eigentlich überall, ist es ein Qualitätsgewinn. Doch es hat nichts mit Verzicht zu tun. Ich bin ein Feind von Verzicht. Wer vermisst Heizöl in einem Nullenergiehaus? Wer vermisst einen Herz-Kreislauf-Schaden, einen Herz-Kasperl, wenn er sich fleischärmer ernährt? Ja? Wer vermisst einen täglichen Stau, wenn er nicht mehr zur Arbeit fahren muss, weil er Telekonferenz macht oder weil es super Öffis gibt, ja? Wer vermisst 5 Tonnen CO2 beim Urlaub in der Karibik, wenn er dort mit Segelschiff hinfahren könnte, wenn es denn die Zeit
erlauben würde. Kein Mensch vermisst es. Aber Verzicht ist trotzdem zentral. Verzicht auf Dummheit. Das können wir uns nicht leisten im Raumschiff-Erde. Und Dummheit, was meine ich da? Ihr alle kennt solche Beispiele. Der Nick hat mir heute ein paar erzählt, aber wo man es im Kopf greift, die darf sowas geben, ne? Das müssen wir bekämpfen. Ne? Ein Dummheit made in Amerika, Landentwicklung, nicht Straßen, Kanalisation, Wasser, Strom, dann wird fleißig Häusler gebaut und dann leben sie, man beachtet die unheimlich kreative Vielfalt bei der Gestaltung des Swimmingpools und dann leben sie dort meilenweit vom nächsten Supermarkt, meilenweit vom nächsten Arbeitsplatz und Papa, Mama, Kind, Dreifachgarage fahren irgendwo hin. Lifestyle made in Amerika, nicht umsonst, 0,8 global Hektar. Ne? Das ist die Art Dummheit, die wir im Raumschiff Erde nicht brauchen können. Footprint hat auch eine Wirkung natürlich auf die Wirtschaft. Wie schaut Wirtschaft in einem Raumschiff Erde aus? Ja? Wenn gilt, und ich glaube, dass kaum einer widersprechen würde, you can't manage what you can't measure, dann kann man im Moment Nachhaltigkeit nicht managen, wenn wir es nicht einmal noch gescheit messen können. Ja? Ganz klar, der Ecological Footprint als Mutter aller Nachhaltigkeitsparameter wäre Ausgangspunkt, als notwendige, unbestreitbar notwendig. Solange wir mehr Natur verbrauchen, als da ist, sind wir nicht nachhaltig. Da brauchen wir nicht diskutieren. Ja? Aber natürlich nicht hinreichende Voraussetzung. Ich muss mit anderen Dingen, ich brauche soziale Gerechtigkeit, ja? Ich muss mir Material, ich muss mir Giftigkeit anschauen im Environment Footprint, ich muss mir Wasserverbrauch genau anschauen, Water Footprint. Alles das ist im Werden, um ein Bild zu kreieren von unserer Wirkung auf die Welt. Von einer Kaffeetasse bis zu einem Flug nach Kalifornien, alles hat eine Wirkung auf die Welt. Und wir haben nicht nur kein Gefühl dafür, wir haben kaum Instrumente, das wirklich vergleichbar zu messen. Man sagt zur allgemeinen Not macht erfinderisch, dann stimmt aber auch, Überfluss macht dumm. Und wir sind einfach verdummt worden in den letzten 30 Jahren mit zu viel, zu billiger Energie. Ein paar spezifische Footprints, ja? Ein Kilo, eine Portion Rindfleisch versus eine Portion Gemüse. Ein Flug pro 100 Kilometer, schaut sich die Verhältnisse an, ein Auto zu einem Elektroauto mit Photovoltaikstrom. Ja? Fantastische Unterschiede. Haushalt, Ökostrom sind österreichische Zahlen, ein Zehntel vom normalen Strom der Fußabdruck. Und jetzt stellt euch vor, das sind nicht irgendwelche Zahlen, global Quadratmeter, die niemand was sagen, sondern das sind Kosten. Wir haben eine duale Währung, wo wir neben unserem Euro noch einen Globo oder einen Euro-Dollar, sagen wir, irgendwas haben, Ressourcenpunkte, die uns zusätzlich abgezogen werden. Und plötzlich schaut das ganz anders aus. Und plötzlich muss ich mir überlegen, eigentlich kriege ich 17.000 quasi Euro-Dollar Ressourcenpunkte, ja? Und davon gebe ich doch nicht 2.200, das ist ja ein ordentlicher Brocken von meinen 17.000 Jahresressourcenpunkte, schmeiße ich doch nicht für Strommasse. So viel kann der aber nicht mehr kosten. Das ist im Vergleich zur Begrenztheit meiner Ressourcenpunkte sind 60 Euro, 100 Euro, 500 Euro für Haushalt mehr Kosten in Dollar. Die Dollar kann ich ja verdienen, die Michelin oder sonst was. Ja? Aber die Ressourcenpunkte kriege ich nur pro Kopf. Die sind wirklich begrenzt. Kein Mensch, der nicht Ökostrom verwenden. Ja? Da schaut die Welt anders aus. Und plötzlich in so einer Welt, ne, würde das, was heute vermeintlich ethischer Luxus ist, ja, der Bäckli fährt mit dem Zug mit der Familie nach London und brennt 1500 Euro, ist leider wahr. Ja. Fliegen hätte das Drittel kostet. Ne? Aber plötzlich wird der ethische Luxus zum Globalverstand. Ich brauche meiner Tochter nicht sagen, mit ihren 100 Euro Taschengeld, ja, darf sie nicht in ein 5-Hauben-Restaurant gehen. Das brauche ich nicht sagen. Sie kann dort ruhig hingehen. Aber nach der Vorspeise ist das Taschengeld dahin. Und weil sie nicht blöd ist, wird sie dort nicht hingehen. Mach das nicht reglementieren. Du hast 17.000 Euro, Dollar, Globus, wie man es nennen. Du verfahrst sie gerne in dein Porsche, plitschen von mir aus, vor dem Gras. Ich sage dir dann einfach im April, du hast deinen Vorrat aufgebraucht. Wenn du den Rest des Jahres bei Wasser und Brot im Zelt zufrieden sitzt, muss es recht sein. Ich wische mir nicht ein, wie jeder seine 17.000 Ressourcenpunkte verwendet. Ne? Aber damit wird das, was zu global kaum fassbar ist, zur persönlichen Grenze. Und damit können wir umgehen. Entscheidende Stellräder, die 5-Finger-Regel. Fliegen, Flugzeuge, vergiss es. Besser nie. Fahren mit dem Auto, weniger langsamer, nie allein. Wo in München, ja, weil die Bayerischen nicht, haben sie erklärt, der neue Nockenwellenwinkel, nicht Sport 3%, den sie da erfunden haben. Sag ich, wenn ich die Beifahrertür aufmache jedes Mal, spare ich 50%. Und wenn ich so kühl bin und hinten dann die Türen aufmache, noch zwei einsteigen los, ja?
Sprache, 75%, ne? Die sind natürlich aus allen Wolken gefallen. Ne? Und möglichst bald mit Sonnenstrom, haben wir schon gesagt, spielt in einer anderen Liga. Ne? Fleisch und tierische Produkte, runter, Richtung vegetarisch, vegan, wo immer möglich. Und wohnen wie im Fass, eine Eselsbrücke, damit ich mir das auch merke, nicht nur gut isoliert. Kleiner, im Moment verlieren wir in Österreich alles, was wir an besseren Energiekennzahlen gewinnen durch größere Wohneinheiten pro Kopf. Also auch kleiner Teilen, Wohngemeinschaften wieder, erneuerbare Bauherrchen sagen, öffentlich erreichbar, haben wir schon gesagt. 1, 2, 3, 4, der Förder-F. Ganz zentrales F. Das fünfte F, die Freude. Die Freude an einem guten Leben. Zu erkennen, dass auf leichten Fuß sich auch leichter lebt. Das ist keine Qual, keine Kasteiung, sondern das ist ein leichteres Leben. Wir haben das Privileg, auch historisch einmalig. Es konnten unsere Eltern, unsere Großeltern und die Mittelalter schon gar nicht mehr. Wir können uns die Frage stellen. Hier in den reichen, reifen Volkswirtschaften, nicht in Mali, nicht in Afghanistan. Wir kennen das. Rackerst du noch oder lebst du schon? Glück, brauche ich nicht ausführen, steigt nicht mit dem Einkommen. Sonst hätten ja unsere Großeltern die unglücklichsten Menschen der Welt sein müssen. Die haben keinen Playstation gehabt, nie ein Flugzeug von ihnen gesehen. Fernseher erst am Ende ihres Lebens, Auto haben sie gerade nur mitfahren dürfen irgendwo. Die haben nichts gehabt, was uns heute unersetzlich erscheint und waren nachweislich nicht unglücklicher als wir. Das heißt, Einkommen, Income, Besitz kann es nicht sein. Ne? Ganz ein wichtiger Satz von Erich Hoffer, der mir viel bedeutet. You can never get enough of what you don't need to make you happy. Wir können nie genug von dem kriegen, was wir gar nicht brauchen, um glücklich zu werden. Und der Trick unserer Konsumgesellschaft ist, uns ausschließlich solche Dinge, die wir nicht brauchen, zu verkaufen. Weil von allen anderen hätten wir ja bald genug und waren glücklich. War tödlich für unsere Wachstumswirtschaft. You can never get enough of what you don't need to make you happy. Das müssen wir verstanden haben. Und plötzlich kommen wir drauf, man kann bewusst und mit Freude weniger brauchen. Nach dem Optimum streben, nie nach dem Maximum. Sich vom Konsumdruck befreien, das ist eine echte Befreiung. Bewusst konsumieren, ökologisch, sozial akzeptable Produkte. Ja? Schaut einmal in so einen 1-Euro-Shop. Ja? Qualität statt Quantität. Wer noch nie drinnen war, Pflichtaufgabe, reingehen in einen 1-Euro-Shop und staunen. Wir nennen das überhaupt nur die überdachte Sondermülldeponie. Ja. Dort ist nichts gemacht, um vom bleibenden Wert zu sein. Alles ist nur so gemacht, dass es ausschaut, als ob. Fürchterlich. Das brauchen wir nicht. Und ganz zentral die Frage, macht uns haben glücklich? Zeit nehmen, entschleunigen, Tempo rausnehmen. Das gelingt mir schon relativ gut, nicht? Weil die Vorträge, wenn du die Welt in einer Stunde erklären musst, ist schwierig. Aber aus dem Verkehr, aus der Arbeit, aus dem Leben, Tempo rausnehmen. Mehr Zeit gewinnen. Unglaublich viele Dinge können wachsen. Nur unser Ressourcenverbrauch. Energiestoffe, der muss sinken. Wachsen kann die Freude, die Zahl der Freunde, die Zufriedenheit, das Wissen, die Weisheit, besserer Sex. Alles kann wachsen, nur nicht in Anspruchnahme der Natur. Halbtagsgesellschaft, das Stichwort nur. Halb so viel arbeiten. Die gute Nachricht ist, in reifen Volksgesellschaften gibt es immer mehr so viel Arbeit. Ich kenne Ökonomen, die sagen, 8 Stunden pro Woche für jeden arbeitsfähigen Deutschen reichen, um unseren Wohlstand zu erhalten. Jetzt sage ich schon nur 20 Stunden. Ich muss die Arbeit nur besser aufteilen. Erfordert natürlich Änderungen, prinzipieller Art. Ja? Große Herausforderungen. Aber indem ich eine Halbtagsgesellschaft habe, kann ich wieder reisen wie Alexander von Humboldt. Mein großes Vorbild als Abenteurer und als Universalgenie. Der hat mehr von Südamerika gesehen als ich. Und ich habe viel von Südamerika gesehen. Und hat nachweislich keinen Tropfen fossile Energie verwendet. Was hat er gehabt, was wir nicht haben? Zeit wäre da. Ein weit verbreiteter Irrtum. Ich habe extra in Wikipedia nachgeschaut und die versichern mir, der Tag hat damals auch nur 24 Stunden. Das heißt, er hat sich nur mehr Zeit genommen. Und das war halt jetzt nicht möglich. Aber erstmals ist es möglich. Weil wir brauchen immer mehr so viel zu arbeiten. Und dann schaut es zu jammern, die Arbeit geht uns aus, oh je, ne? Müssen wir sagen, Halleluja! Wir haben plötzlich alle Zeit. Plötzlich sind wir alle so wohlhabend wie Humboldt damals. Und plötzlich gehen wir mit dem Segelschiff in die Karibik fahren. Ich muss nicht daheim bleiben. Ich kann
dorthin segeln. Und das ist ein Versprechen und kein Trug. Natürlich im Moment ist das Freaks in mir vorbehalten, aber bei geänderten Rahmenbedingungen ist das für uns als Gesellschaft möglich. Ne? Nur nicht bei bestehender Wirtschaft, die müssen wir umbauen. Weil wenn alle so wenig konsumieren täten wie jeder, dann täten sie freien. Ja? Das ging halt ja gar nicht. Gute Nachricht ist, wir haben genug. Auch für diese 9 Milliarden, die wir vielleicht werden. Überhaupt keine Panik, dass da zu eng wird, das Boot ist voll. Wir haben genug. Und bei so Übungen, und die mache ich gerne und oft, wo man wirklich rausgeht, nicht, und das kann man buchen als Betriebsausflug zum Beispiel bei uns, nicht, steckt man den Bedarf ab und die Gruppe einigt sich dann wie von selbst. In einem Tag werden alle Grundsätze der Ökodebatte der letzten 25 Jahre wieder erfunden. Ja. Überkonsum ist weg, dass wir nichts beim Schornstein zum Ausseherzen haben. Da kommt man schnell drauf, dass wir das konventionelle Auto vergessen können und das Fliegen bis auf Weiteres, bis halt der kluge Ingenieur was anderes erfindet. Und plötzlich kann ich von 1 Hektar, das ist das, was wir ungefähr 2050 haben, eigentlich ein schönes, angenehmes Leben führen. Und da habe ich sogar noch Platz für Gemeingüter und für Natur. Essen ist der größte Brocken, aber das ist ja das Vornehmste, was ich tun kann mit der Biokapazität. Nicht verharzen oder sonst was, genießen, speisen. Ein Leben auf leichten Fuß ist leichteres Leben. Eine Wirtschaft mit leichten Fuß ist das einzig zukunftsfähige Wirtschaften. Und gemeinsam ist das schon die Next Great Transition. Und da sind wir mittendrin. Ich hab mehrere Transitionen erlebt. Ich habe als Umweltschützer begonnen in Zeiten, wo wir, verzeihen Sie, die Arschlöcher der Nation waren. Ja? Die Fortschrittsverhinderer, die ewig gestrigen, denen die viel wichtiger waren als die Leute. Ja? Empörend war das in den 70ern. Ne? Ich bin auf vielen Kontinenten im Gefängnis gesessen für Dinge, wo man halt Orden umhängen wollen. Die können sich aber auch sonst wo hinstecken. Also auf die Frage, wie lange noch, wage ich zu sagen, nicht mehr lange. How long, not long, um Martin Luther King zu zitieren. Abschließend ganz klar, wir haben die Wahl, und das ist gut, dass wir die Wahl haben, wir können das Ungleichgewicht weiter verteidigen, Zäune errichten. Aber dann müssen wir unseren Kindern eben beibringen, wie man mit solchen Geräte umgeht, denn die Zäune müssen verteidigt werden. Und ich sage euch, kein Fürst konnte seine Besitztümer durch höhere Burgmauern auf Dauer festigen. Das wäre ein Kampf ums Überleben, keine friedliche Welt. Und am Ende des Tages, ja, wenn man nur mehr mit Heugabeln aufeinander losgeht, kann ich euch garantieren, in China gibt es mehr Heugabeln als bei uns. Nicht meine Option. Die zweite Option, so weitermachen wie bisher, nach Afrika fahren, denen erzählen, wie es geht, als ob wir wüssten, wie es geht, ja, und hoffen, dass wir einen zweiten Planeten finden, auch keine Option. Das heißt, es bleibt uns eine einzige. Uns ans Ökosystem Erde anpassen. Und das kann euch auch ein Evolutionsbiologe garantieren, das passiert in jedem Fall. Ganz natürlich, beinhart unmenschlich, wenn wir die Natur das regeln lassen. Die gute Nachricht ist, es muss nicht so passieren. Eine menschenwürdige Wende ist möglich. Denn anders als die Heuschrecken, die Locusta migratoria, die Wanderheuschrecke, gehört zu solchen Naturphänomenen, die exponentiell sind. Sie ist lebensharmlos für sich hin, auf einmal vermehren sie sich aus Gründen, die ja selbst uns verborgen bleiben, als Biologen, vermehren sie exponentiell, werden zu einer sprichwörtlichen biblischen Plage, schwärmen aus, fressen alles zusammen, was erwischen, ja, und bang, bricht zusammen. Alle hin, ins Gäste geht. 3 Wochen später ist der Spuk vorbei, sind alle aufgefressen, sind noch nie ausgestorben, haben noch nie die Welt ruiniert. Aber, bang. Seit Millionen Jahren machen die das so und werden das weiter so machen. Und wir sind jetzt auch gerade, aber anders als Heuschrecken haben wir die Kraft der Antizipation. Ich kann euch die Kurven aufzeichnen. Wir sind nicht gezwungen, wie die Heuschrecken zu agieren. Wir können die Kurve biegen, weil wir es verstehen. Wenn wir es nicht verstehen, dann können wir unseren Verstand eben nicht nutzen, dann fallen wir zu Recht der natürlichen Auslese anheim. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Ich habe noch nie ein Auditorium getroffen, die gesagt, ach, so ein Blödsinn noch nie gehört und das stimmt ja alles nicht und braucht man nicht. Eigentlich ist es leicht anschlussfähig. Und vor allem erfordert es wenig von uns. Es erfordert nämlich eigentlich nur Einsicht, dass wir faire Regeln im Raumschiff Erde brauchen. Eine Global Governance, eine Hausordnung für Raumschiff Erde. Und wer sollte dem widersprechen? Bibliotheken sind gefüllt damit, wie die ausschauen könnte. Und von euch und jedem anderen brauche ich eine Bereitschaft zur Veränderung. Glaubt keinen, der euch verspricht, es kann bleiben, wie es ist. Der Strompreis war immer so nieder, jetzt muss er so nieder bleiben. Ne?
die steht nirgends geschrieben. Wir haben riesige Herausforderungen und die werden wir meistern. Allerdings nur gemeinsam. Und da machen wir jetzt zum Abschluss noch eine ganz wichtige Übung. Die eingeschlafen sind wieder auf. Wir wollen was gemeinsam tun. Was vergleichsweise Einfaches. Wir wollen gemeinsam klatschen. Ja? Aber nicht irgendwie klipperti-klapperti, sondern wie ein Schweizer Peitschenkünstler halt so, ne? Mit einem Knall. Und damit wir das zusammenbringen, erlaube ich mir jetzt, euer Dirigent zu sein. Und hört genau zu, wir machen das dann so, ist jetzt nur Übung. Ja? Ich sage 1, 2, 3, klatschen. Und wenn ich klatschen sage, dann klatscht ihr. Ist das soweit verstanden? Okay, ich habe es extra aufgeschrieben, damit man es nicht vergisst. Ja? Okay, probieren wir es. Ungefähr 70 cm, jeder und jede, auseinander. Dann so kräftig und schnell, wie es geht. Passt auf, dass der Nachbar in Kawatschen geht. Sehr gefährlich, ich hafte für nichts. Alle bereit? Jetzt? 1, 2, 3, klatsch. Hat noch nie funktioniert. Warum? Weil Taten sind stärker als Worte. Ich habe das mit Schulklassen gemacht, denen ich das dreimal erklärt habe. Die haben schon gelacht und gesagt, ist der deppert. Ja? Aber was immer ich sage, geht da rein und daraus. Ja? Ich habe nie gesagt, ihr klatscht, wenn ich klatsche. Ich habe da laut und deutlich gesagt, ihr klatscht, wenn ich sage, klatschen. Sogar hinschreiben. Aber was immer ich sage, was immer hinschreiben, ist ja komplett egal. Jetzt gehe ich am sprichwörtlichen A vorbei im Vergleich zu dem, was ich tue. Ja? Wir sind nicht zum Zuhören und zum Verstehen gemacht, sondern zum Nachäffen. Bei unseren nächsten Verwandten ist uns nichts näher als das machen, was andere machen. Das machen, was erfolgreich ist. Das ist unsere Stärke. Das bedeutet aber für uns in der Debatte, über Nachhaltigkeit nicht nur zu reden, sondern vor der eigenen Haustür zu kehren. Vorleben. Das gute Leben mit einem fairen Fußabdruck vorleben, vorzeigen. Und wenn wir das tun, kann eine kleine Einheit wie Hamburg oder wie Österreich, die natürlich quantitativ unwichtiger ist als Shanghai, weil Shanghai ist größer als Österreich, ja, kann Vorbilder setzen. Und ich garantiere euch, ja, bei meiner Ehe, die Chinesen würden das kopieren. Wir können die Welt beeinflussen. Ihr seht die Dinge und fragt, warum? Ich träume Dinge und frage, warum nicht? Und wenn ihr glaubt, ihr seid nicht genug, zitiere gern, vor allem bei Schülern so, einen Spruch der Hopis, wir können nachher noch gern beim Essen darüber reden, ja? Wir sind jene, auf die wir immer schon gewartet haben. Danke für eure Aufmerksamkeit.